Hallo, 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 herzlich willkommen zu Fortnite. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Party auf meinem wunderbaren Kanal. Ja Leute, willkommen hier im Battle Bus. Hier sind wir richtig krass, hier gibt's Nutten und Koks und ich hab Bock auf eine Nase, jetzt in meine ganze Leine reinziehen und die ganze Scheiße. Ja, egal, ich will gar nicht raus. Warum, da unten sterbe ich und hier gibt's Drogen. Weil Drogen sind ja allgemein gut, wissen wir doch, oder? Also Kinder, wenn ihr zuschaut, Drogen sind immer gut. So, raus hier. Ich würde sagen, wir gehen da hinten hin. Ja, Fortnite, ne? Also es ist ein Game, was gehypt ist bis zum geht nicht mehr. Ich dachte mir, YOLO, muss ich ein paar Klicks abgreifen. Warum denn nicht? Weißt du, brauche ich Geld. YouTube-Money, weil YouTuber kann nur mit Geld leben. Weil er macht nur YouTube wegen Geld und nicht wegen Spaß. Zwinker, zwinker. Ja, nee, jetzt gibt es, glaube ich, sogar eine iOS, also eine Apple. Apple, man muss Apple sagen, weil iOS ist okay, aber man muss Apple sagen. Es gibt, glaube ich, jetzt sogar so eine Mobile-Version von dem Game. Also, schaut doch. Wie? Wir sind schon wieder in der Luft? Oh mein Gott, warum bin ich sogar gerade weiblich? Sonst war ich immer weiblich, plötzlich bin ich männlich. Keine Ahnung, ich will keinen Männerarsch sehen. Ich will einen Knackpuff von einer Frau sehen. Was ist denn hier los? Spielerlebnis im Arsch. Weißt du? Hast verstanden, im Arsch. So, wir gehen runter hier ab zur Farm. Das ist bestimmt geil, da können wir bestimmt farmen. Wir sind ein richtiger Farmer. Eigentlich sind wir ein Camper. Also gibt es hier irgendwo ein Camp zum Aufschlagen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese schlechten Witze. Hier kommt niemand runter. Hier holt sich niemand einen runter, was? Hier können wir nicht runter. Geil, geil. Gibt's Loot bestimmt für uns ganz alleine? Da ist doch jemand. Fuck mal ein. Ich hab ne Kiste gehört. Aua! Schutz. Ich muss weg, ich hab 10 AP. Was ist das denn hier? Muss das so? Was soll das sein? Was soll da stehen? Ist das Optimus Prime? In Kacke? Ja, hier wohnen die Biber. Meine Freunde. Die Biber-Brüder. Kennt ihr Biber-Brüder? Ja? Kennt ihr? Kennt ihr? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ho. Egal, ich habe Schrott weggepackt. Scheißegal, ich muss mich halten. Das ist das Wichtigste. Und hier ist eine goldene Kiste. Hier ist eine goldene Kiste. Erstmal die Tür zu machen. So. Hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Die Kiste. Wir haben Loot. Und Kiste. Oh mein Gott, ich fühle mich so, als wäre ich der beste Spieler. Der beste Fortnite-Spieler ever. Ich glaube, es gibt keinen besseren. Niemand kann besser sein. Ihr auch nicht. Ich hab's euch gesagt. Ich bin der beste Spieler. Es gibt keinen besseren. Was war denn mit ihm verkehrt? Da guckt er so halb durch die Tür und denkt sich, ich bin Sneaky Boy. Ich mach den Lars platt. Da hinten ist irgendwo jemand. Lol, der ist ein Busch. Ich muss das nachladen. Der ist ein Busch. Was? Treffer. Der war. Oh, ho, 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 knappes Ding. War der gerade. War der Busch? Kann man sich als Busch tarnen? Und was ist jetzt passiert? Ich muss auch weiter nach oben halten, weil Bullet Drop, ne, ist am Start. Wusste ich gar nicht, kenne ich nicht. Bist du so weit, kenn ich doch gar nicht. Oh, wieder in den Fuß. So, Leute. Dritter Kill. Noch 6 am Leben. Nochmal 3 wegmachen, dann sind es nur 3. Ja, der ist da drin. Hm, ja. Neue Runde, neues Glück. Diesmal wird der Lars Nummer 1. Ich glaube es nicht, aber scheißegal, wir schreien es mal. Wir versuchen, was denn der? Der dreht sich was. Der dreht sich was. So, komm hin da. Pizza? Pizza. Mit Tomaten. Bin ich der Einzige, der hier runterkommt? Na klaro. Ich loot die Kiste einfach durch. Der Pizza ist. Da ist noch jemand. Shit. Shit. Wie ich zu dem Haus da. Das ist mein Haus. Da wohne ich. 2 Stück noch. 2 Boys. Ab zur Pizzahütte. Ich gehe jetzt mal in die Garage, wo es nur Crab gibt. Aber Crab ist immer gut. Crab braucht die Welt.
Ja, Waffe, Waffe, Waffe. Gute Waffe. Gute Waffe. Ja, Muni, Muni, her damit. Ab nach oben. Kleine Kiste. Das Problem ist, wenn er mit der Schrot hochkommt, bin ich gebumst, oder? Also hier hätte ich in den Arsch gefickt. Number one, der Shaki! Er war natürlich jetzt nicht so schwierig, ne? Mr. Shaki zu töten. Der Shaki hatte nichts. Da muss der Killer aber gespeichert werden. Das ist mein Highlight-Kill des Tages. Oh, durch hier. Scheiß auf renovieren, mach alles kaputt! Ich hab einen Granatwerfer gefunden. Das ist schon geil, oder? Da kann man mal kurz in den Kommentaren schreiben, dass ich geil bin, oder? Wegen Granatwerfer und so. Bin ich drin? Klaro, easy. So, wo ist die Pizzahütte? Da. Eigentlich müssen die ganzen Dudes da sein, wegen Pizza. Pizza Hut und so. Okay. Also Granatwerfer ist am Start, aber er baut sich einfach mal zu. Wo ist denn? Und läuft er mich jetzt und flankt mich dann von der richtig von der Seite weg? Richtig ins Gesicht reingerätschen? Keine Ahnung, ich habe Angst. Ich muss weg. Das ist besser als ich. Der kann bauen, ich nicht. Ach, der baut wieder. Aber ich komme von der anderen Flanke. Merkt er gar nicht. Trick 17. Einfach seinen Scheiß umlaufen. Er hat sich komplett zugebaut, der alte Drecksack. Oh. Lol. Das war, glaube ich, schlecht. Mit einer Schrot in den Nahkampf geht, sollte man gewinnen. Habe ich so gehört, dass man dann gewinnt, aber der scheinbar nicht. Der dachte sich, nee, ist Pro-Gamer hier. Pro-Gamer Lars hat es geschafft, obwohl er vorher aus Versehen ein Midi-Pack aufgenommen hat. Naja. Ich glaube, wir müssen mit der Pumpe ran. Das Einzige, was Sinn ergibt. Ja, es gibt immer Sinn. Pumpe ran ergibt am meisten Sinn. Immer. Ja, ergibt am meisten Sinn. Egal, ich würde sagen, das waren ein paar Runden Fortnite. Ihr seht selber, ich bin kein Profi. Ich werde ein bisschen üben, ein bisschen weiter zocken. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Tipps und Anregungen gerne in die Kommentare. Ihr seid ein Haufen Supernatural Boys and Girls. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüssi.